Wir haben uns gedacht, wir müssen einfach den Menschen ein bisschen Sommer auf die Plätze holen, damit sie auch tatsächlich auch diese Plätze bespielen, damit sie hier sich treffen können. Ich sehe auch ganz wenige Leute da, die sitzen, ja, und das nutzen. Da kann man halt da dran riechen und so, aber hier, das finde ich trotzdem immer noch toller, weil das ist halt Wasser und das macht halt für die Kinder mehr Spaß. Das ist eine riesige Steuerverschwendung und es bringt auch nichts. Wirklich Schatten bietet es ja auch nicht. Da könnte man hier eventuell noch mehr Bäume anpflanzen oder größere Bäume auf alle Fälle. 420.000 Euro ist sehr teuer für 7 mobile grüne Zimmer. Für uns ist es derzeit auf jeden Fall Steuergeldverschwendung. Na gut, ich kann mich auch immer in den Park setzen, da ist es genauso schön. Mehr rein. Ich muss noch die Dezernentin noch mal vorbeikommen. Aber nicht so viel weglaufen. Also das macht mehr Sinn, weil das ist halt auch mit Wasser und halt manchmal kommen wir hierher, kann man die Füße ein bisschen nass machen. Wenn ich hier vorbeigehe, komme ich hier auch. Manchmal ziehe ich meine Schuhe aus und gehe hier drauf. Also es ist schon toll, dass man hier so Wasser hat, dass man dann kurz seine Füße erfrischen kann oder so. Da kann man halt da dran riechen und so. Aber hier, das finde ich trotzdem immer noch toller, weil man kann da hier halt, das ist halt Wasser. Und das macht halt für die Kinder mehr Spaß. Ja, dann viel Spaß noch. Danke. Wenn man so bedenkt, ich habe nicht nachgedacht, was das alles kostet, ja, also wenn man das alles bedenkt, dann lieber schon so einen Brunnen für die Kinder aufzubauen, ja. Denn ich sehe auch ganz wenige Leute da sitzen, ja, und das nutzen.
Das ist eine riesige Steuerverschwendung, weil für diese kleine Oase, oder wie das nennen, ist das viel Geld. Und es bringt auch nichts. Ja. Und bitte. Ja, Sie sehen es ja selbst, es ist grün, es blüht und es duftet vor allem wie dieser Lavendel. Hier sind alle möglichen Pflanzen, Erdbeeren, Kiwis haben wir hier. Bei manchen Grünzimmern ist es Wein und wir haben vor allem eine ständig grüne Bepflanzung hier. Ich glaube, wir holen damit so ein Stück weit den Sommer für die Bewohner hier um den Paul-Arndt-Bergplatz in ihre Stadt. Das ist ja ansonsten, wenn Sie sich umgucken, ein zu betonierter Platz, ein zugepflasterter Platz, wo unglaublich die Sonne raufstrahlt. Losgehen! Wir haben uns gedacht, wir müssen einfach den Menschen ein bisschen Sommer und auf die Plätze holen, damit sie auch tatsächlich auch diese Plätze bespielen, damit sie hier sich treffen können, was ja eigentlich auch der Sinn eines Platzes ist. Da sollen sich Menschen ja aufhalten können. Und wir versuchen mit diesen grünen Zimmern so ein bisschen diese Zeit zu überbrücken, bis diese Bäume einfach groß sind. Von Steuerverschwendung will ich hier eigentlich nicht so gern reden. Diese Kästen, wie Sie sie nennen, sind ja nachhaltig. Wir haben sie einmal gekauft und wir werden sie halt auch weiter verwenden. Die bleiben bis zum Herbst, genau, und dann werden sie wieder abgeholt und im Grünflächenamt sozusagen geparkt. Die kommen ins Winterquartier, werden dort gepflegt und im nächsten Jahr werden sie wieder rausgebracht. Und was vertrocknet ist in der Zeit, was wollen wir nicht hoffen, die werden ja gepflegt, wird ersetzt. Warum sind denn diese grünen Zimmer denn teilweise in unmittelbarer Nähe von Grünanlagen? Also das ist wirklich dann ein Zufall, aber wir wollen ja nicht die Grünanlagen bespielen sozusagen mit den grünen Zimmern. Die sind grün und die werden auch gepflegt und die werden auch ständig erneuert und verschönert. Wir wollen unsere Plätze grün bekommen und wir wollen, dass die Leute die Plätze in ihren Quartieren, in ihrem Kiez benutzen. Und das grüne Zimmer ist ein Weg dorthin. Mediterrane Pflanzen, Lavendel, hier wachsen Erdbeeren, Minze, ja, die wird auch manchmal gepflückt von den Anwohnern. Die Bienen kommen hier zu Besuch, also
alles, was sie brauchen. Zum Nulltarif gibt es Dinge nicht. Wir hätten natürlich gerne und kämpfen auch dafür, dass dieser Platz insgesamt begrünt wird. Aber das ist eine gute Interimssache und insbesondere auch für Bereiche, wo sie vielleicht gar nicht so viel Grün hinbringen können. Danke.